Herzlich willkommen beim Kunstfreunde-Talk, dem Podcast der Freunde des Weihrauch-Richards-Museums und des Museum Ludwig, mit Diane und Jessica. Wir präsentieren euch Themen rund um unsere beiden Museen und alles, was die Kunst- und Kulturarbeit so spannend macht, aber leider viel zu oft für den Museumsbesucher verborgen bleibt. Hier schauen wir noch einmal ganz genau hin und fragen nach, um euch exklusive Einblicke in den abwechslungsreichen Arbeitsalltag von DirektorInnen, KuratorInnen, RestauratorInnen, KünstlerInnen und SammlerInnen zu bieten. Regelmäßig liefern wir euch Hintergrundinfos zu unserem Vereinsleben, nehmen euch mit zu SponsorInnen, lassen euch teilhaben am Ankauf neuer Kunstwerke und entdecken gemeinsam die Besonderheiten des Kuratierens sowie die Herausforderungen, die sich beim Restaurieren von Altmeisterwerken oder moderner Videokunst stellen. Wir freuen uns über euer Feedback und wünschen jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Kunstfreunde-Talk. Ich habe in der heutigen Folge eine ganz spannende Frau vor mir sitzen und bitte sie jetzt einfach mal, sich selbst vorzustellen. Mein Name ist Heike Gallmeier, ich lebe in Berlin und bin bildende Künstlerin und Professorin für Malerei. Spannend. Also das heißt, bildende Künstlerin und Professorin für Malerei. Wie würden Sie denn Ihre Kunst, Ihre Arbeit im Allgemeinen beschreiben? Also von meinem Studium her war das ja schon so angelegt, dass ich zwischen zwei- und dreidimensionalität hin und her switche. Und für mich ist es aber immer ein sehr malerischer Anspruch. Also ja. Für mich sind ganz wichtig Oberflächen, Farben, Komposition. Aber für mich geht die Malerei dann auch in den Raum. Also ich versuche eigentlich, die Malerei zu erweitern, in den Raum und auch mit verschiedenen Objekten und Materialien zu arbeiten. Ja, ich finde, das sieht man auch sehr schön bei dem Kunstwerk. Aufgrund dessen wir eigentlich heute hier zusammensetzen, denn ich habe Sie heute Morgen und auch gestern schon im Foyer des Weihrauch-Richards-Museums hier in Köln ja kennenlernen dürfen und Sie sind gerade im Prinzip dabei gewesen, die letzten Handgriffe anzulegen bei einem Kunstwerk, das Sie ganz besonders für das Weihrauch und für die unmittelbar vor uns stehende Ausstellung mit dem Titel Susanna, Bilder einer Frau vom Mittelalter bis MeToo hier im Weihrauch ja konzipiert geschaffen haben. Und da würde es mich jetzt ganz besonders interessieren, wie ist es dazu gekommen? Wann haben Sie das erste Mal mit den Kuratoren, also Roland Krischel und Anja Sefcik, über die Ausstellung und über Ihr Projekt gesprochen? Also das war im August 2021. Ich war gerade auf einer Reise mit meinem Mobile Art Space. Das ist so ein mobiles Atelier, in dem ich ganz Deutschland umrundet habe sozusagen. Und während dieser Reise bekam ich eine E-Mail von Herrn Krischel, der fragte, ob ich mir vorstellen könnte, zu dieser Ausstellung eine Arbeit zu machen. Und ich habe mich dann zurückgemeldet, verging erstmal ein bisschen Zeit, um zu überlegen, wie man das finanzieren könnte. Und wir haben uns dann, ich glaube, im November zum ersten Mal getroffen, war ich hier vor Ort. Dann gab es eben die Konzeption, die ich gemacht habe. Und im Februar, würde ich sagen, habe ich dann richtig angefangen, daran zu arbeiten. Also Februar diesen Jahres, 2022, das ist ja gar nicht so lang. Also das heißt mit Hochdruck sich wirklich in dieses Thema hineingeschmissen oder wie war da so die Genese vom ersten Gespräch über die Konzeption? Haben Sie da sich vielleicht inhaltlich erstmal ganz viel schlau machen müssen, Futter holen müssen oder wie sind Sie auf das Werk, was wir jetzt gerade leider nicht sehen, aber es können nur alle Zuhörer dazu eingeladen werden, es sich unbedingt anzuschauen. Genau, wie sind Sie da rangegangen? Mit dem Susanna-Thema ist ja das Thema des männlichen Blicks auf den Körper der Frau verbunden und damit habe ich mich erstmal länger beschäftigt und habe mich mit den kunstgeschichtlichen Bildern mich beschäftigt, die in dieser Ausstellung gezeigt werden sollten. Ich habe die geschickt bekommen, also Abbildungen davon. Und ich dachte, da ist ja auch das Weihrauch-Richards-Museum ja ein kunsthistorisches Museum vorwiegend ist, macht es auch total Sinn, erstmal nochmal in die Kunstgeschichte zurückzugehen, weil die Geschichte der Bilder in der Kunstgeschichte ist ja eigentlich immer auch eine Geschichte des männlichen Blicks leider, weil es gibt ja nicht viele Künstlerinnen in der Kunstgeschichte, außer wenigen Ausnahmeerscheinungen, denen es möglich war, das künstlerisch zu arbeiten.
Und ich bin dann an einem Bild eben hängen geblieben. Das war ein sehr frühes Tintoretto-Bild. Hm. Susanna und die Alten. Und das auch gerade quasi frisch Tintoretto zugeschrieben war. Der neue Tintoretto, spektakulär. Ganz genau. Und auch eben gerade restauriert wurde. Hm. Also nochmal, der war schon restauriert, aber wurde nochmal die Restaurierung wieder quasi rückgängig, der war schlecht restauriert worden. Mhm. Und das war in Berlin, das heißt, ich konnte auch während meiner Arbeit auch den mal besuchen, mhm, was auch sehr interessant war. Und an diesem Tintoretto-Bild hat mich interessiert, dass es sehr collagehaft eigentlich war, also dass die einzelnen Sachen, finde ich, gar nicht so gut zusammenpassen, also dass es so, also wie so Cut-Outs gibt in dem Bild und verschiedene Ebenen so versucht werden zusammenzubringen. Und da habe ich eigentlich sofort, habe ich irgendwas darin gesehen, wo ich mich mit beschäftigen wollte. Und ich habe dann ganz viel über Tintoretto gelesen, auch über seine Maltechnik. Habe aber auch einfach von meinem eigenen Herangehen, ich habe ja auch viel schon auch mit kunstgeschichtlichen Bildern gearbeitet, bin einfach reingesprungen, auch in die Komposition, habe Zeichnungen gemacht, ich habe ein ganzes Skizzenbuch angelegt, wo ich immer auch mich damit beschäftigt habe oder auch Sachen aufgeschrieben habe dazu, mhm, und einfach selber in so einen Arbeitsprozess gekommen bin, der sehr offen war und wo ich dann auch quasi so Collagen gemacht habe, wo ich einzelne Bildausschnitte nochmal irgendwie mit den Farben mich beschäftigt habe und habe es aber nochmal wieder auseinandergeschnitten, mhm, neu zusammengefügt. Und ein bisschen ist es ja auch so, was mein Arbeiten so ein, was nehmen, was zusammenbauen, was wieder auseinanderschneiden. Dieses Collagenhafte ist ja auch sehr, sehr wichtig für meine Arbeit. Und mir ist dann auch klar geworden, ziemlich schnell, dass ich da selber als Bildfigur mitmachen muss. Ich habe selber früher, in meinen Bildern bin ich oft selber als Figur präsent gewesen. Ich habe das eigentlich vor 10 Jahren aufgehört, weil mir dann der Raum irgendwie wichtiger wurde und ich gemerkt habe, dass diese Figur immer ein Narrativ reinbringt, mhm, was immer die Aufmerksamkeit zieht. Also von dem Raum, der mir auch sehr wichtig war, mhm, ist die Aufmerksamkeit weggegangen zur Figur. Und jetzt habe ich aber gemerkt, okay, jetzt geht es um den Körper und den Blick und irgendwie kann man das nicht ganz abstrakt erzählen. Also das Narrativ muss wieder rein. Und das war natürlich auch erstmal interessant, so das wieder zu machen. Und natürlich auch quasi der nackte Körper ist ja auch wieder irgendwie eine Herausforderung, mhm, sich selber dem zu stellen. Wie will ich mich da zeigen? Setze ich mich dem aus, diesen Blick? Ja. Das ist ja mir selber dann auch quasi, was dieses Thema des Bildes ist. Da springe ich ja auch selber rein. Setze mich dem aus, aber natürlich übernehme ich auch die aktive Rolle. Ich bin jetzt selber die Künstlerin, die sich selbst inszeniert. Mhm. Und nicht aus einem männlichen Blick inszeniert wird. Und quasi dieser Voyeur im Gebüsch, der ist in meiner Arbeit ist der eigentlich nur noch als Umrisslinie vorhanden. Also der ist ja wie so eine Leerstelle jetzt. Das ist spannend, ja, dass Sie das sagen. Also zwei Dinge finde ich gerade sehr spannend. Das eine ist natürlich ganz klassisch setzen sich ja oft die Zeitgenossen, auch Tintorettos, Renaissance, Barockkünstler und auch danach oft selbst ins Bild, indem sie die Rolle des Protagonisten oder auch nur einer Nebenfigur annehmen, also das Selbstporträt im Bild. Das ist ja eine ganz große Tradition und auch hier gerade in diesen starken Frauenrollen haben wir wunderbare Vertreterinnen, also vielleicht nur vorneweg mal Artemisia Gentileschi, die wir ja auch hier in der Ausstellung bewundern können, haben wir da als wunderbare Beispiele. Von daher, ich finde das ganz großartig, dass Sie sich damit hineingenommen haben und ganz wichtig. Und auf der anderen Seite sind Sie gerade schon quasi in Ihr Bild eingestiegen, also im sprachlichen Sinne. Sie haben angefangen zu beschreiben, was man eigentlich sieht. Nun sind wir hier im Podcast nicht sehend, leider. Aber vielleicht können Sie, wenn Sie es mit eigenen Worten umreißen sollten, was sieht man, wenn man ins Wallraff kommt und Ihr Kunstwerk, Ihre Susanna-Version, um die es sich ja handelt? Also vielleicht können Sie was zum Titel und zur Darstellung sagen. Was erlebe ich? Also meine Arbeit heißt Blick/Bild. Mhm. Und da ist man auch schon drin, quasi um was es geht. Also ich versuche quasi diese Blicke zu rekonstruieren und auch die,
das Bild als Thema wieder im Bild selber zu behandeln. Mhm. Also man sieht ein Bild, was relativ kontrastreich ist, was sehr, also sowohl in den Farben viel komplementäre Kontraste, man sieht ein Bild, was auch mit Fülle und Leere Kontraste schafft. Ja. Also es gibt sehr starke Unterschiede. Es ist ein Bild, in dem sich quasi mehrere Räume miteinander verbinden. Ja. Also es gibt einen Rahmen um den Bildraum, der nochmal mein Atelier zeigt. Und man muss natürlich jetzt als Einstieg erstmal sagen, es ist quasi eine inszenierte Fotografie, die ich im Atelier geschaffen habe, wo ich quasi Malerei im Raum in meinem Atelier und mich selber rein als Bildfigur rein inszeniert. Und das jetzt wieder als Foto, sehr hochauflösend. Ja. Und diese Fotografie in mehreren Teilen. Also es gibt wieder eine Schichtung. Also das Foto selber schichtet sich im Raum, sodass man je nach Standort wieder unterschiedliche Sachen wahrnimmt und der Blick unterschiedlich ein unterschiedliches Bild sieht. Also man sieht verschiedene Blickachsen im Prinzip. Je nach Position kann man das Werk immer anders erleben. Also durch die verschiedenen Ebenen, Fotografie, Glasscheiben, Malerei, die auf den Ebenen dabei sind. Also es ist ja im Prinzip wie eine Collage. Und was ich schön fand, Sie haben vorhin gesagt, Tintoretto, der benutzt ja auch oft Ebenen, die er ineinander schiebt in das Bild, die scheinbar gar nicht zusammenpassen. Also für mich ist es bei Tintoretto oder auch bei Bordone oder Tizian, bei den Venezianern, ganz oft so diese Bühnenarchitektur, die dort, oder Bühnenkulissen, die dort wie eine Zusammenstellung verschiedener Werke oder Ebenen, also wie ein Pasticcio, zusammengeschoben werden und uns wirklich mit in die Tiefe nehmen, ähnlich wie wir das vielleicht bei einem Theaterstück des Barocks beispielsweise erleben könnten oder auch der Renaissance, denn da ist ja ganz viel Vorbild und unterschiedliche Vorbilder mit hineingenommen bei diesen Künstlern. Und das greifen Sie ja auf, kann man das so sagen? Auf jeden Fall, also den bühnenartigen Charakter greife ich auf jeden Fall auf. Und auch noch die Fragmentierung des Körpers. Also ja. Weil zum Beispiel in diesem Bild von Tintoretto ist es auch sehr stark, dieser wirklich voyeuristische Blick zwischen die Beine der Frau ist, finde ich, sehr drastisch dargestellt. Also manchmal kommen die ja in den verschiedenen Susannen, es ist unterschiedlich dargestellt. Manchmal kommen die Männer von hinten oder blicken so von Weitem. Und da ist es aber direkt wirklich so ein ganz direkter Blick. Das fand ich sehr, sehr drastisch, wie sie auch quasi den Blicken des Zuschauers wieder zugerichtet ist. Also ausgesetzt ist, ja, also man ist ausgeliefert. Mit einer komischen Verdrehung. Also ich habe ja dann quasi, indem ich diese Pose versucht habe nachzustellen, habe ich gemerkt, das ist ganz schwer, weil es soll gleichzeitig sichtbar sein, Brüste und Po in dem Bild. Also deswegen gibt es so eine sehr starke Verdrehung. Und ich habe in meinem Bild auch gedacht, dass es sehr wichtig ist, diesen Blick nochmal zu unterbrechen, weil in dem dieser männliche Blick, der setzt ja auch auf die Fragmentierung. Also auch in den filmisch oder so sieht man ja dann irgendwie die Brüste, die Beine. Ja. Also immer so. Der filmische Blick auf den Körper der Frau. Spannend. Also wir haben ja eine Podiumsdiskussion unter anderem auch mit Mitu Sanyal. Und genau, das ist ja eine große Diskussion. Wie fährt die Kamera? Es geht in den Kopf, brauchen wir nicht. Wir gehen auf die primären Geschlechtsmerkmale. Wer ist der Rezipient dieser Aufnahmen? In der Regel ein männlicher. Ja? Also ja, spannend. Das heißt, das haben Sie gar nicht so einfach nachstellen können, weil quasi der Künstler sein Modell in so eine Optimalposition geschoben hat, die ja fast schon wie so ein manieristischer Körper, ja, verdreht ist. Komisch. Ist sehr, sehr verdreht und quasi in meiner Pose selbst habe ich auch alle Stützkonstruktionen natürlich weggelassen. Also ich hänge wie in der Luft, also ich in dem Bild greift sie ja auf eine Hecke oder sie hat ja Abstützpunkte, ja. Aber bei mir ist es so, ich bin quasi in der Leere und das ist natürlich auch eine sehr anstrengende, angespannte Körperhaltung, gleichzeitig aber eben eine aktive. Also in der Kunstgeschichte ist ja auch der Frauenkörper immer als ein weicher, lasziver, also Weichheit ist vielleicht so ein Thema in der Darstellung der Frau, während Männer ja eher athletisch, muskulös, aktiv dargestellt werden. Und in meinem Bild formbar vielleicht, ja, weich und formbar, nicht wahr? Genau, weich und eher passiv, was ja so eine klassische Frauenrolle ist.
Und in meinem Bild bin ich dann auch eher, also es ist eine sehr starke Anspannung. Das ist natürlich diese, also auch diese Anspannung der Pose, aber auch quasi eine Aktivität drin. Mhm. Das fand ich auch wichtig. Und aber der Schnitt zwischen den Bildebenen geht quasi mitten durch meinen Körper durch. Also das heißt, man ist immer mit dieser Fragmentierung beschäftigt als Zuschauer, die wieder auch zu verbinden, diese einzelnen Fragmente. Mhm. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, also ich habe mich sehr stark auf Tintoretto bezogen, auf die Komposition, bin dann aber in dem, wie ich es dann gemacht habe und wie ich meine Flächen behandelt habe, was für Farben ich gewählt habe und auch diese Brüchigkeit, die da drin ist, habe ich mich schon sehr stark davon auch abgelöst, natürlich. Ja. Also es ist wie so ein Gerüst quasi, auf dem aufbauend man dann aber völlig frei agieren kann. Spannend. Und dennoch kann man die Bildzitate ja, da braucht man ja kein Kunsthistoriker oder Venedig-Experte sein. Man sieht es. Also ich finde das eine hervorragende Ergänzung im Kontext der Ausstellung. Und alleine stehend, ja, wirklich beeindruckendes Kunstwerk, wo man eigentlich lange, lange schauen und unterschiedliche Perspektiven und mit immer neuen Gedanken und frischem Kopf nochmal vorstehen muss. War das denn für Sie eine besondere Herausforderung, mit so einem Thema wie Susanna und die Alten, alttestamentarisch, seit der Antike im Prinzip rauf und runter in der Literatur, aber vor allen Dingen eben in der Kunst, ob das Malerei, Skulptur, Relief, was auch immer ist, rauf und runter rezipiert, perfektioniert. Ist das eine Riesenherausforderung, ob des speziellen Themas und auch des Kontextes, der ja heute wirklich bis in die Gegenwart, bis in die MeToo-Debatte hineingezogen wird, dachten Sie, da muss ich erstmal drüber nachdenken, oder haben Sie eher gesagt, ja, finde ich gut, da bin ich dabei? Das war natürlich eine Anfrage, die man nicht so schlecht, nicht so leicht ablehnen kann. Also ich habe natürlich gesagt, ich bin dabei. Natürlich musste ich darüber erstmal länger nachdenken, was heißt das genau, wie stehe ich zu dem Thema, ich bin Frau, ich bin Künstlerin. Es ist ja, ich fand es auch interessant, dass man sagt, okay, man guckt jetzt nicht nur die Kunstgeschichte nach Themen an, sondern man versucht es in die Gegenwart zu holen mit dieser MeToo-Debatte, die ja allgegenwärtig ist. Also das ist ja auch natürlich in der zeitgenössischen Kunstszene ist es auch, dass solche Sachen hat jede Künstlerin wahrscheinlich erfahren, ansatzweise, wie es ist, als Frau in dem Kunstbetrieb in einer anderen Rolle zu sein als die männlichen, als die männlichen Kollegen. Das ist schon sehr interessant. Das ist natürlich immer schwierig, das in ein Bild zu bringen, weil ich natürlich als Künstlerin erstmal mit Material arbeite, mit Farben, mit Formen, also und quasi diese Doppelung, das, was thematisch so aufgeladen ist, was man in der formal aber sich wieder frei darin bewegen kann, das ist schon sehr anspruchsvoll, würde ich sagen. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz auf die Skizzen, die Sie vorhin erwähnt haben, zurückkommen. Also Sie sagten, Sie haben sehr, sehr viel recherchiert, konnten auch bei der Restaurierung des Tintorettos hin und wieder den Restauratoren über die Schulter schauen und haben sehr viele Zeichnungen und Skizzen angefertigt. Das ist ja etwas, was oftmals dem normalen Museumsbesucher oder Kunstwerkbetrachter verborgen bleibt. Man sieht dann das fertige Produkt. Das ist ja hier erfreulicherweise anders. Da gibt es ja eine Publikation zu, richtig? Können Sie dazu mir was erzählen? Genau, ich halte jetzt schon gerade die Fahnen in der Hand. Das kann man natürlich nicht sehen, aber es wird eine Publikation hoffentlich zur Eröffnung fertig werden, die freundlicherweise gefördert von der Dr. Christiane Hackeroth Kunst- und Kulturstiftung und von Petra Schäfer aus dem Deutschen Studienzentrum Venedig herausgegeben. Ja. Und auch mit Geldern des Deutschen Studienzentrums gefördert. Und darin sind quasi die ganzen, also nicht die ganzen, sondern Teile des Skizzenbuchs. Es ist ein bisschen im Werkprozess. Es gibt auch so Seiten, wo dann draufsteht, welche Materialien verwende ich hier. Und dann gibt es eben auch die Abbildung von der Installation im Atelier in Berlin, also die quasi eine Vorstufe ist zu dem, was wir jetzt hier sehen. Und auch noch die Collagen, also kleine Arbeiten, die dazu entstanden sind, sind auch zum Teil in dem Katalog abgebildet. Und ich bin wahnsinnig froh über diesen Katalog, weil der war jetzt doch ein relativ sportliches Ding.
weil quasi die Arbeit ist ja gerade erst fertig, sie wird morgen fotografiert und wenige Tage später ist die Eröffnung, das heißt, es muss das Foto noch eingearbeitet werden und es in Druck und gebunden und so weiter. Ja, das heißt, das ist tough. Ich habe eigentlich am Anfang gesagt, wir schaffen es nicht, wir können es nicht machen und dann habe ich gedacht, ja, das ist schon schön, das zu schaffen, dann schaffen wir es auch. Und dann haben wir das relativ schnell mit einem sehr guten Grafiker, Andreas Koch aus Berlin, durchgezogen. Und auch in dem Katalog gibt es halt eben auch diese verschiedenen Ebenen und Überlagerungen. Dieses Collageartige kommt da sehr gut raus. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit diesem Buch. Und viele Leute haben daran mitgearbeitet. Frau Schäfer hat einen tollen Text geschrieben. Herr Krischel hat auch einen Text dazu beigetragen. Und so kann man, glaube ich, ganz gut als Betrachter nachher, wenn man sich nochmal fragt, was ist denn eigentlich, was hat ihr da eigentlich genau gemacht, in der Publikation ein bisschen reinschauen und nachlesen, den wird es auch im Museumsshop geben. Frau Geilmeier, ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass Sie sagten, Sie haben sich früher ganz oft als Figur mit in Ihr Werk hineingesetzt und dann seit ein paar Jahren eben nicht mehr. Und jetzt anlässlich dieses Werkes im Kontext der Susannen-Ausstellung haben Sie sich wieder ins Bild hineingesetzt. Sie stellen sich selber hier dar. Ich stelle mir da schon die Frage, Susanna ist ja nicht irgendeine Figur, sondern die Frau, die im Alten Testament Gewaltübergriffigkeit durch zwei ältere, höher gestellte Herren erlebt und sich hier wie eine Heldin widersetzt. Ist man bei dieser Figur nochmal ganz besonders gefordert? Muss man sich da anders mit auseinandersetzen? Und bringt man hier vielleicht auch seine eigene Geschichte mit rein? Beleuchtet Ecken, die man selber hat, die man Erlebnisse, die man erfahren hat, die man eigentlich lieber im Dunkeln lassen möchte? Also hat das was mit Ihnen gemacht? Naja, vielleicht nochmal zurück zu der Anfrage. Also als Herr Krischel gefragt hat, können Sie sich das vorstellen, habe ich gedacht, ja, auf jeden Fall. Und ich habe aber gleich gesagt, ich werde aber nicht als Bildfigur auftauchen. Ja. Weil ich dachte, dieses Thema, das selber als Figur aufzutauchen, ist für mich gerade passé. Und als ich dann gemerkt habe, ich möchte das doch, es ist eigentlich wichtig für das Bild, ich möchte das machen. Gleichzeitig war das natürlich, okay, jetzt bin ich dann, werde ich in so eine wieder als nackte Figur als nackter Körper auftauchen. Das ist natürlich schon schwierig und setzt natürlich auch alle möglichen Gedanken zum eigenen Körper frei. Mhm. Nicht unbedingt so, dass dann ganz Erlebnisse so direkt einbezogen werden, aber dieses ganze Verhältnis zum eigenen Körper, zum angeguckt werden, zum sich selber Blicken aussetzen oder unangenehme Erfahrungen, das spielt alles mit rein, aber natürlich in einem irgendwie in einer Übersetzung. Es ist natürlich nicht so direkt da, sondern es ist auch immer, ich habe auch während dem Arbeitsprozess immer gesagt, sie, komischerweise, also wenn wir an dem Bild gearbeitet sie, haben oder dem Foto, die Figur, sie sitzt jetzt falsch oder so. Ja. Und natürlich war es ich, aber ich bin ja, ich schlüpfe ja in was rein. Also es ist schon, es ist nicht, es bin nicht ich. Mhm. Also es bin natürlich schon ich, es ist mein Körper, es ist dieses Reinversetzen in ein Bild, aber es geht um ein Bild und es geht um eine Bildfigur. Also ich kann, ich nehme schon ein bisschen Abstand dazu. Also es ist wie eine Rolle, ja? Wie ein Schauspieler, Schauspielerin hier eine Rolle sich überstülpt, diese interpretiert? Also es ist quasi eine Transformation. Also der eigene Körper wird ja als Bildfigur transformiert. Ja. Insofern habe ich ja auch viele Verfremdungen verwendet, weil man könnte ja auch sagen, okay, Susanna, ich mache jetzt als Alltagsperson stelle ich irgendwas nach, aber es ist ja in hohem Maße stilisiert. Ja. Bis ins Letzte hinein ist es ja, erlebt es ja eine Transformation der Figur. Also ich als Person, ich bin dann auch zum Beispiel, der Körper ist bemalt, der Körper ist verfremdet, es gibt nochmal ein Foto, was wieder, also in dem Foto, was schon wieder bemalt ist, also so gestisch. Das heißt, es gibt viele Ebenen rein, die wieder einen Abstand zu mir selbst einbauen. So, dass sie sich nicht komplett ungefiltert, und ich meine das jetzt gar nicht im Sinne von Photoshop, sondern nicht so
Pfeil bieten müssen, den Blicken des Bildbetrachters, also als Heike Gallmeier, sondern über diese Ebenen, die Bemalungen, die Verfremdung ein Stück weit auch, dass man hier wirklich die Rolle der Susanna oder der hier Dargestellten etwas von sich abstrahieren kann, etwas von sich schieben kann. Weil, wie Sie vorhin sagten, Tintoretto bietet ja wirklich jegliche Blick auf Scham, auf Brust, auf all das, was den vermutlich männlichen Auftraggeber oder Bildbetrachter primär interessiert hat. Das heißt, hier nehmen Sie eine ein bisschen andere Position ein, um auch uns als Bildbetrachter vielleicht in eine andere Rolle, in eine andere Wahrnehmung mitzunehmen, also einen anderen Fokus auf die Susanna oder hier die Nacktheit zu bieten? Auf jeden Fall werden da Störungen eingebaut. Mhm. Also auch gerade in dem Körper gibt es ja viele Brüche schon drin, ja, wenn man sich das dann anguckt. Und natürlich, aber es ist auch so, dass dieses sich in eine Rolle versetzen immer auch irgendwie, wie gesagt, also eine Abstraktion oder eine Transformation ist, dass es dann nicht, es geht dann auch nicht so sehr nur um mich, sondern es geht darum, irgendwie ein Bild zu verstehen oder ein eigenes Bild zu kreieren. Ja. Also da passiert irgendwie eine Verwandlung in dem Moment. Darf ich fragen, gibt es für Sie so einen bestimmten Ort, einen bestimmten Auftraggeber, Institution, wo Sie sagen würden, okay, ich habe jetzt schon an so vielen Orten ausgestellt, aber das wäre so etwas, das würde ich mir sehr wünschen, hierfür explizit etwas anfertigen zu können oder eines meiner Kunstwerke dort platziert zu sehen? Also einer meiner großen Wunschräume ist vielleicht die Accademia in Venedig. Da würde ich wahnsinnig gerne ausstellen, weil ich mich auch schon da mit einigen Bildern aus deren Sammlung beschäftigt habe. Mhm. Schon bevor, ich war ja 2015 für ein paar Monate mit einem Stipendium in Venedig. Aber auch schon vorher hatte ich eben auch diese Bezüge dazu. Das wäre für mich sehr schön. Ich glaube, das würde auch wahnsinnig gut passen. Ja, dann hoffe ich, dass wir das Glück haben, demnächst ein Kunstwerk von Ihnen in der Accademia in Venedig zu sehen und bedanke mich erstmal an dieser Stelle sehr herzlich für das Interview und überhaupt, dass wir dieses großartige Werk hier im Wallraff haben und hoffe, dass viele Leute vorbeikommen und es anschauen, aber ich bin ziemlich sicher und vielleicht können wir noch einmal im Kölner Kontext Kunstwerke von Ihnen hier anschauen, besprechen und uns auf viel Neues freuen. Herzlichen Dank, liebe Frau Gallmeier. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch. Gerne.